Hallo, jetzt melde ich mich doch mal, weil immer wieder dieselben Fragen kommen und immer wieder über dasselbe Thema herzogen wird und alles wird nochmal und nochmal und nochmal durchgekaut. Also folgendes: Die pa Katzen von Paul, da haben wir auf dem Weg zur Kotschma, zu dieser Dorfkneipe, am Abend zwei Ungarn getroffen. Einen davon kenne ich, der spricht ein bisschen Deutsch. Und die haben uns gefragt, ob wir nicht kleine Katzen wollen. Sie haben Babys und die kosten nichts und wir sollen sie doch mal anschauen. Na gut, dann sind wir da reingegangen und waren hübsche Kätzchen, aber ich als Hundemensch brauche keine Katze. Und dann hat der Paul gemeint, ja, würde nehmen. Und dann habe ich nur gesagt, also wenn, dann wäre es schade, wenn er nur eine nimmt, dann könnte er auch beide nehmen, weil ob eine oder zwei ist von der Versorgungslage her immer das Gleiche. Ja. Und hat gemeint, nimmt er sie. War ganz spontan und hat auch danach immer wieder gesagt, die sind wirklich hübsche Kätzchen. Die haben ihm sehr gut gefallen, sonst hätte er sie nicht genommen. Gut, Paul ist alt genug, Paul ist erwachsen und er kann durchaus selber entscheiden, ob er sich Katzen anschafft oder nicht. Es lag definitiv nicht an mir, da muss ich nicht überreden, überzeugen oder sonst irgendwas machen. So viel zu dem Thema Katzen. Die wären auch nicht im heißen Wohnwagen gewesen, weil da war ein schönes Plätzchen für sie vorgesehen. Und dann wäre das auch gar kein Problem gewesen. Zum Thema Katzen, die gegrillt werden im Wohnwagen, Rotti und Co. oder wer da so ein Szenario gesagt hat, Jussi gibt Platz. Die haben auch keine höheren Temperaturen. Als zum Beispiel die Mia, die im Wohnwagen eingesperrt war. Nur mal so ganz am Rande bemerkt. Aber wie gesagt, die wären auch nicht im Wohnwagen eingesperrt gewesen. Wäre ja Blödsinn. Was war noch? Das war das Thema Katzen. Ach so, und ja, diese herrliche Fantasie. Ich hätte den Paul überredet oder dazu genötigt, quasi schon die Katzen zu nehmen, damit dann der Yoshi von mir den Auftrag bekommt, die Katzen, also die Hunde zu filmen, wenn sie die Katzen von Paul schreddern. Naja, gut, manchen Gehirnen entspringt manche kranke Idee. Also, naja, dem war definitiv nicht so. Und damit Punkt. Also 2,5 Stunden Livestream zu machen, nur um den Zaun und die Katzen zu schützen. Mensch, Natalia, hättest du mal deine eigenen Katzen geschützt? Die Weiße in Kempten, die der eine Hund geschreddert hat, dann der Kasper, deinen eigenen Kater in Ungarn, die Tanne, dann die Kätzin. Also, und jetzt auf einmal ein Riesending um die anderen Dorfkatzen, da scheißt du dich auch nicht. Und Gundi hast sogar gedroht, pass bloß auf, dass meine Hunde deine Katzen nicht killen. Also, da wird schon mit zweierlei Maß gemessen. Muss man ja auch mal deutlich sagen. Gundi hat eine Riesenangst, wenn Natalia mit ihren Hunden vorbeiläuft, wegen ihren Katzen. Weil es ist bekannt, dass Natalias Hundekatzen killen. Und ich meine, wer an seinen Haustieren hängt, so wie die Gundi das auch tut, der ist da nicht besonders begeistert davon. Nummer zwei, die Sache mit den Spendengeldern nochmal. Das ganze Geld ging an Yoshi. Der Rollator, der wird jetzt dann noch geliefert. Das Geld ist komplett aufgebraucht. Für die, die es interessiert, ich habe auch noch was draufgelegt, wie viel, ist völlig egal, weil ich muss mich da jetzt nicht damit beweihräuchern. Die Tauben, ja, habe ich zum Yoshi gesagt, kill mal ein paar, weil es sind zu viele. Das hat er mir schon ganz am Anfang, wie ich in Ungarn angekommen bin und ich habe ihn besucht. Hat er mir die Tauben gezeigt? Ich hatte ihm ja Kingtauben mitgebracht, wie ich an Ostern in Ungarn war. Und hat er gesagt: Hier und guck, und da hüpfen und fliegen sie halt noch rum. Und ja, und die anderen, die haben sich so vermehrt, da hat er viel zu viele. Und er muss jetzt demnächst mal ein paar schlachten. Ja, und aufgrund von bestimmten Umständen hat das eben nicht so geklappt, wie es vom Timing her gut gewesen wäre. Und aufgrund dessen habe ich dann gesagt, er soll jetzt mal einen Schwung schlachten, weil anders geht's nicht. Diese Tauben, die sind verwertet worden, die wurden gegessen, beziehungsweise kamen sonst in die Kühle. Was man selber nicht isst, bekommt der Hund. In Ungarn verkommt nichts. Das wird alles verwertet, so auch diese Tauben. Dass diese Tauben geschlachtet wurden, die hatten ein gutes Leben vorher. Es ist normal, Tauben zu schlachten. Und
Es sind nicht nur Kingtauben, die geschlachtet werden, wie die Moni meint. Nein, es werden auch andere Tauben geschlachtet. Auch bei den Kleintierzüchtern werden Tauben geschlachtet, weil dafür sind diese Tauben nämlich bei vielen da. Beziehungsweise die übrigen werden verwertet. Wer Fleisch isst, muss es akzeptieren, dass Tiere getötet werden. Die Frage ist nur aus meiner Sicht, wie leben die Tiere vorher und wie werden sie getötet? Diese Tauben hatten ein gutes Leben, diese Tauben hatten ein freies Leben und diese Tauben wurden am Tag X übrigens fachmännisch geschlachtet, weil der Yoshi weiß, wie das geht, auch wenn es jemand schon wieder angezweifelt hat. Ja, wer weiß, ob der überhaupt weiß, wie das geht. Also ich bin mir sicher, die Ungarn auf dem Land, die wissen das und Yoshi weiß es auch. Ich habe das mit ihm ja auch schon mal angesprochen. Was die Nachrichten von Yoshi betrifft, die sind auch mit Google immer schwierig zu entziffern. Ungarisch ist eine extrem schwierige Sprache und nicht mal Google Translate blickt die Sache ganz. Ich kenne eine Ungarin, die hilft mir oft beim Übersetzen und die schüttelt den Kopf, was da dabei rauskommt. Ich habe mit einer Freundin in Ungarn schon riesig gelacht, wenn sie mir das auf Ungarisch geschrieben hat. Ich lese es auf Deutsch und dachte mir, das sieht aber komisch aus. Nee, 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 das kann sie gar nicht meinen. Und dann habe ich das rückwärts übersetzt und die hat sich schier scheckig gelacht. Sagt sie, um Gottes Willen, nein, das habe ich doch gar nicht gemeint und das sollte ja was ganz anderes heißen. Und man muss es dann oft anders formulieren, dass Google Translate das richtig macht. Also ich versuche es auch immer mit extrem kurzen Sätzen und so weiter. Da kam also garantiert bei dem, was der Yoshi euch geantwortet hat, auch nicht immer das raus, was er gemeint hat. Aber ich meine, ihr interpretiert es ja sowieso, wie ihr wollt. Also, aber das nur zur Erklärung zum Thema Google Translate. Was war noch wichtig? Ach so, ja. Ich arbeite auch nicht nur 2 Stunden, weil das heute auch schon wieder in Mones Kommentar drin steht. Und nein, Mone, ich bekomme keine Sozialleistungen in keiner Form. Ich bin absolut autark mit meinem Einkommen. Ich gehe arbeiten. Ich habe andere Einkünfte, ohne das Geld meiner Mutter zu stehlen, wie es Natalia immer behauptet. Diese ganzen Behauptungen von Natalia, die sie gebetsmühlenartig immer runterleiert. Bis es irgendwann einem so im Kopf drin sitzt, dass man es vielleicht sogar glaubt. War es nicht Natalia, die neulich im Livestream gesagt hat, Narzissten sind Leute, die beispielsweise, wenn man an einem blühenden Kirschbaum vorbeifährt mit schönen weißen Blüten und eine Person erzählt von den beiden, die im Auto saßen, danach bei anderen Leuten, und wir haben einen schönen blühenden Kirschbaum gesehen mit wunderschönen weißen Blüten. Und der andere, der ein Narzisst ist, sagt, nee, sag mal, die waren doch rosa und so weiter. Und irgendwann kommt dann der andere eine ins Zweifeln, oh, vielleicht waren die doch rosa oder waren die jetzt weiß und wird unsicher und so weiter. Also möchte ich jetzt nicht weiter vertiefen, die Sache. Aber Natalia, male deine Gebetsmühlen ruhig weiter. Die Petra hat ihre Mutter bestohlen. Die Petra hat ihren Bruder ums Erbe gebracht. Die Petra hat den Yoshi beauftragt, den Film vom Bobby zu machen. Die Petra hat den Paul genötigt, die Tauben zu, Entschuldigung, die Katzen zu holen. Die Petra hat den Yoshi gezwungen, die armen Tauben zu schlachten. Nein, hat sie nicht. Aber wie gesagt, das sind wieder die privaten Dinge. Übrigens, da mein Bruder mein Halbbruder ist, kann ich ihn gar nicht ums Erbe von meiner Mutter bringen. Nur so am Rande bemerkt. Narzissmus ist ein Thema, mit dem sich Natalia wohl sehr gut auskennt. Vielleicht sollte sie mal nicht alles von sich selbst auf mich projizieren. Aber wie gesagt, glaubt ihr, was ihr wollt? Denkt, was ihr wollt? Aber bitte denkt, fragt nach, hinterfragt. Die Sprachnachrichten, die jetzt so reißerisch à la Bild veröffentlicht wurden, weil ich ja den Leuten in der Gruppe alles befehle. Wir hatten jemanden in der Gruppe, der war relativ beratungsresistent in vielerlei Hinsicht.
Und wenn ich mir 100.000 Mal von ein und derselben Person Dinge sagen lasse, ja, und mach so und dies und jenes, und, da raste ich einfach auch irgendwann einmal aus und werde einfach deutlicher in dem, was ich sage. In der Hoffnung, dass es auch der Letzte kapiert. Ja, mein Gott. Was jetzt passiert ist, finde ich extrem schlecht, nämlich, dass der Yoshi durch BH aus der Schweiz mit seinen Informationen, die er an Natalia weitergegeben hat, bloßgestellt wird, dass da Dinge an die Öffentlichkeit kommen, die ich bewusst nicht an die Öffentlichkeit gebracht habe, weil ich weiß, wie das ausgeschlachtet wird immer. Und das sind private Dinge, die nur in unserem privaten Gruppenchat gesagt wurden und die haben nichts an der Öffentlichkeit zu suchen. Absolut gar nichts. Und alles, was den Yoshi betrifft, ein Appell an diverse Leute hier. Lasst ihn raus. Er wird von mir weder beauftragt noch sonst irgendwas. Ich bin mit Yoshi immer kumpelhaft befreundet. Man kennt sich und es ist gut so. Und warum ich ihm das gesagt habe damals, dass ich gesagt habe, Tauben schlachten, dann kriegst du erst das Futter. Das hat Gründe und diese Gründe, die gehen aber nur den Yoshi was an und sonst niemanden. Das hat gute Gründe, glaubt es mir oder glaubt es mir nicht, es ist mir egal, aber ich werde diese Gründe hier nicht veröffentlichen, weil das ist Privatsache vom Yoshi, wenn er mir Dinge sagt und die gehen vertraulich in einen Gruppenchat, dann haben die nichts an der Öffentlichkeit zu suchen. Und Bülent, überleg dir, ich spreche dich jetzt gezielt an, überleg dir, wem du welche Chat gibst und was die mit diesem Chat machen und welche Leute damit in die Öffentlichkeit gezerrt werden mit privaten Dingen, die niemanden etwas angehen. Also das ist unter aller Kanone, Leute. Irgendwo ist Schicht im Schacht. Ich habe alle meine privaten Videos rausgenommen. Ich werde auch dieses Video, nachdem es die Leute angehört haben, wieder löschen, weil es nichts auf meinem Kanal zu suchen hat. Ich möchte nur hier einige Fragen klären. Ich möchte auf meinem Kanal auch diese privaten Diskussionen nicht mehr haben. Aus diesem Grund werde ich auch diverse Kommentare löschen von euch und ich werde diese Community-Mitglieder auch teilweise sperren. Wenn jemand etwas zur Sache zu sagen hat, wofür mein Kanal da ist, jederzeit gerne. Ich lasse mich auch mal kritisieren, was meine Videos betrifft, aber alles, was privat ist, hat hier nichts mehr verloren. Was privat ist oder wenn jemand wirklich hinterfragen will, in der Kanalinfo, ich wiederhole mich nochmal, ist meine E-Mail-Adresse. Ihr könnt mich anschreiben, entweder schreibe ich zurück oder ihr gebt mir euer Telefonnummer und ich rufe euch dann an. Ich beantworte gerne viele Fragen. Die zu privat sind, die werde ich natürlich nicht beantworten. Also ich meine, sorry, aber ich bin hier kein öffentlicher Mensch oder so. Das geht nicht alles jeden was an. Also ich hoffe, damit sind jetzt einige Fragen geklärt. Nochmal kurz Thema Taubenschlachten. Wer ins McDonald's rennt und Chicken McNuggets isst, wer im Aldi Billigwurst kauft, der muss mal sich vor Augen halten, dass die Tauben ein schönes Leben hatten und fachgerecht geschlachtet wurden am Tag X, ohne Transportwege. Die Hühner, die in McDonald's Fraß da reinkommen, die sind in Massenzuchten gemästet worden, mit Antibiotika vor Krankheiten geschützt worden, mehr oder weniger. Es liegen einige tot rum, auf denen die anderen rumtrampeln. Die, die es überleben, die Mast, diese 8 Wochen, die werden dann mit dem Schieber zum Ausgang geschoben. Dort werden sie verladen in Kisten, Plastikkisten mit Löchern. Diese Kisten, also viel zu eng natürlich, die werden da reingestapelt, was geht. Dann kommen diese Kisten auf den LKW, dann kommen lange Fahrten in der Hitze im Sommer oder in der Kälte im Winter in Schlachthof. Dort werden sie an den Füßen an so Haken befestigt, kommen in ein Betäubungsbad, um danach in das rotierende Messer zu kommen, wo ihnen die Kehle durchgeschnitten wird, beziehungsweise der Kopf komplett ab. Wer das aber nicht sich so schön konform sich hängen lässt als Huhn, sondern noch rumzappelt, der wird nur halb betäubt und erlebt dann bei vollem Bewusstsein, dass die Kehle durchgeschnitten wird oder dass sie nur angeritzt wird, halb abgeschnitten wird der Kopf und kommt dann bei lebendigem Leib noch in das heiße Brühbad rein, bevor es zum Rupfen geht. Das Brühbad ist dann vermutlich der endgültige Todesstoß für die armen Tiere. Das sind diese Masthühnchen, die dann verarbeitet werden und für McDonald's, Aldi und Co. verwendet werden. Mahlzeit.
Lasst euch das Abendessen jetzt durch mich nicht verderben, wer noch was zum Essen hat. Genießt das Essen, genießt den Abend, genießt die sommerlichen schönen Temperaturen, setzt euch mit einem Glas Wein oder einem Cocktail oder was Antialkoholischem, geht natürlich genauso, auf eure Terrasse, auf euren Balkon und genießt den Abend. Macht es gut, Leute. Bis bald. Videos werden kommen, aber ich habe im Moment sehr viele andere Dinge noch zu tun. Eventuell kommt noch mal ein Kundenvideo. Es kommt noch der versprochene Video, wie sich die zwei Tierheimhunde entwickelt haben. Und dann habe ich noch ein Video im Hinterkopf. Also drei sind in Planung. Wann sie kommen, ich kann es nicht versprechen. Ich habe jetzt dann auch irgendwann mal Urlaub und möchte auch einfach mal Urlaub machen, Freunde besuchen, vielleicht auch eine Deutschlandrundfahrt machen und Chatmitglieder besuchen, um einfach mir das Essen zu Hause zu sparen, weil Natalia hat ja schon gedroht, dass ich mich da durchfressen werde, natürlich, ganz klar. Und sogar mein Hund muss da versorgt werden. Und was war noch? Ach so, ja, Fotos werde ich dort natürlich machen, die ich dann gegen die Leute verwendet werde. Sorry, Leute, einfach nur krank. Vielleicht hat es was mit den extrem hohen Temperaturen in Ungarn zu tun. Möglich, ich weiß es nicht. Genießt den Abend und macht es gut. Bis bald.